Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir müssen was machen. Was eigentlich? Ist eine gute Frage. Lass uns mal in den Questlog schauen. Falls ich heute ein bisschen kratziger klinge als sonst, liegt es einfach daran, dass ich erkältet bin, weil ich Winter nicht abkann. Kalte Temperaturen und mein Körper meint, er müsste eine Erkältung nach der anderen raushauen. Naja. So, also The Wandering Clan. Wir müssen Akurei at the Dairy Camp in the Circle finden. Okay, irgendwas im Milchcamp im Circle. Dann schauen wir doch mal auf die Map. Da ist er ja. Falls mir die Stimme entgleitet, tut mir das leid. Ich werde es auf ein Minimum versuchen zu reduzieren. Ah, die Folge kriegt man hin. Die halte ich durch. So, irgendwo muss ich eigentlich was scannen. Ach, da ist ja schon ein Questpunkt. Hallo, hast du was gegen Husten? Ich dachte, du bist ein Questpunkt. Ah, Questpunkt war erst dahinter. Hast du was gegen Husten? Gossip precedes you. Dankeschön. Just that you are a warrior in the making. Alas, nothing juicy. Schade. Ich mag Saft. Ah, Kin. His jokes used to be the joy of the clan. But he has not been the same since Sosul left. Wer ist denn Sosul? Fresh milk. Graciously shared with us by the Zakru. The foundation of our strength. Who is Sosul? Kin's Zanke drinking partner. Have you not heard? Nee. He became the burden carrier. Was ist denn das? The clan. Forever. Carrying that dreadful weight on his back. That must have been very difficult. To leave everyone you love behind. Tis a sad honor. But he took our burdens away, so we travel light. Thanks to Sosul, when the Zakru walk, we can follow. Ich hab keine Ahnung, was so ein Burden Walker ist. Erfahren wir wahrscheinlich noch. So, was können wir denn noch scannen? Was ist denn das? Zakru Wildlife. Das ist ein Riesenvieh. Warum haben die das denn erlegt? Bisschen aus wie ein Elefant, nur viel, viel größer. Was steht denn da? A gentle giant, value by the Sesva for the milk and shelter. Ah, also doch keine Pferdemilch, sondern Riesenelefantenmilch. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man trinken kann. So, da sitzt einer in diesem Halbzelt. Ah, da bist du. Hallo. Her name is Ko-Akte. Hallo Ko-Akte. Grown-ups do. You have built your home around them. They must be deep sleepers. They don't just sleep, but feed. But one day they will wake up and leave to look for fresh soil. When they do, we will follow. You are travelers. Like my people. Like they used to be. I've only heard stories about the Sarentu. My mother said when she taught one how to comb a Zakru's mane. But he tripped and fell into the milk vat. Das kann mir auch passieren. But every time they visited, they would raise the celebration kites. And everyone would gather, dance, fight, drink Zanke. Your clan was loved. And now you are here. We will celebrate again. Das klingt gut, da schüttet man noch ein bisschen Wodka in die Milch. Muss ja auch eine ordentliche Feier werden, so. Da ist noch ein Questmarker und da ist noch ein Questmarker. Warum denn das? Da unten war man doch schon. Schauen wir mal. Ist ja so weit weg da unten. Weiß nicht, warum ich letztes Mal gedacht habe, die trinken Pferdemilch und nicht diese von den riesigen Elefanten. Diese dann auch noch melken.
Die habe ich wahrscheinlich übersehen, dachte, das wären Felsen. Oder wir haben sie einfach noch nicht gesehen. Mensch, eine schöne Landschaft. Bin ich froh, aus dem Dschungel raus zu sein. Und da rechts oben erspähe ich wieder so ein Aerial Device von der RDA. Und da hinten auch, die müssen wir ja unbedingt zerstören. Wird mal Zeit, dass der Ikran hier fliegen kann. Hier mit den... Mein Stockpouch ist immer noch voll, mein Stoffbeutel. Mein Stockbeutel, sollte ich sagen. Na gut. Hier ist was, was ich... Hallo? Just in time for your surprise. Go, pour it. Wo soll ich das reinleeren? Wieder zurück in den Elefanten. What's his name? Passu. It means berry. Like these. He likes them best. Süßer Name. It doesn't look very tasty. They are not for eating. They make him feel beautiful. Here. Bisschen Höhlenmalerei. Ja, jetzt siehst du viel besser aus. Was für ein schöner Elefant. Hi. He woke up just for you. You are friends now. Kann ich ihn auch reiten? Never forget a friend. Dude, ist das das Kriegshorn? Wird mal ein bisschen Zeit für Action hier. Was für majestätische Viecher, Tiere, Tierchen. Did you hear that? It means the sisters are back. Let us feast on cheese and Sanke. We will toast on the return of Sarentu. Das klingt doch gut. Must raise the celebration kites. It is an honor your people used to enjoy. That will give everyone the signal. Okay, das heißt, wir müssen wieder Kites raisen. So, wo müssen wir hin? Das sieht doch relativ eindeutig aus. Wegpunkt ist gesetzt und dann die Festival-Kites hissen. Eigentlich eine schöne Tradition. Hab ich genügend Hilf? Ja. Anscheinend schon. Zumindest ist das Spiel der Überzeugung. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich krieg dann doch ordentlich aufs Maul. Hier ist noch so ein Hottehü. Dankeschön. Freundliches Völkchen hier. Der Elefant sieht aber cool aus. Der auch. Okay, das heißt aber, die sind nicht tot, sondern die leben irgendwie. Obwohl das Exemplar scheint hier nicht so frisch zu sein. Und dann essen die, indem sie ihren Rüssel da unten einstecken. Okay. Das ist zumindest interessant. Ist ja alles voller Elefanten. Ich dachte, das wären irgendwelche Felsen. Okay, jetzt sehe ich es deutlich. Ist da ein Wegpunkt? Ist da ein Kite? Hier ist eine Gans drin. Nee, das ist nur ein Korb. Mensch, was ist denn mit mir los? Also ehrlich. Ich behaupte, von hier sieht es aus wie eine Gans. Jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr. Muss mal zurückspulen. Ich dachte, das wäre einfach so eine weiße, schöne Gans. Naja. Hier ist der erste Kite. Den kann man gleich raisen. Kriegt man ja sofort mit. Ja, hier mit dem Fire Cheese. Ich brauche noch den zweiten Kite. Muss ich dafür irgendwo hochklettern? Der Wegpunkt ist zumindest da oben. Muss doch nicht auf den Elefanten rauf, oder? Nee, aber da auf den Baum.
Das kriege ich hin. Irgendwie. Ich habe zu viel versprochen. Ich dachte, hier geht's raus, aber anscheinend nicht. So. Einmal auf den Baum, bitte. Oh, hier sind kleine Avatare, kleine Navi. So. Und wie komme ich jetzt da hoch? Hui. Okay. Der Baum sieht ja gut besteigbar aus. So. Jetzt aber erst zelebrieren, dann kämpfen. Hui. Her damit. Was? Immer noch einer? Zwei hätten doch gereicht. Wo ist denn der dritte? Da. Hui. Ja. Sehr elefantig insgesamt das Zelt. Und wie komme ich da hoch? Oh, sieht ja aus, als ob ich hier hochkomme. Hier ist ein Vögelchen reingemalt in die Wand. Das sah zumindest cool aus. Komm schon. Kletter mein Sarintu. Call in the storm of our celebration. The honor of raising the final kite is yours, Samsiu. Dankeschön, aber die Honor für die ersten zwei hatte ihr auch schon. Bisschen was hättet ihr auch machen können. We stand together. The last visit of the Sarintu was many migrations ago. You return now to bring us new stories. Stories of war, of resistance. And this time, we will tell them together. Now we hold the same spear, and we ride as one. Ja, das will ich doch hoffen. What do you think of our land? Oh, schön hier. It's so vast. I wish I could fly. But my Ikran won't answer my call. The wind of the plains is merciless. Ikran need to know you will keep them safe. The Ikran riders can teach you how, if you find them in Ewa. In the Chamber of Echoes, it is not far. With our circle on your back, walk by the leaning tree and past the hill. They are off on another of their mindless hunts. Not mindless. Never mindless. The Sky People don't do anything without a plan. I can try to find out what it is. Find the riders in Ewa, warrior. Fly your Ikran. We will strike the Sky People's camps from above. Ja, das klingt doch wunderbar. Mehr will ich ja nicht, als mein Ikran hier zurückzuhaben. Pferde sind so mühsam einzufangen. Ich habe einen Wurfspeer. So, was muss ich jetzt machen? Ich dachte, wir zelebrieren. Schauen wir mal in die Questguides. Hunters Hunted. Connect to Ewa in the Chamber of Echoes. Okay. Das ist dann wahrscheinlich hier. Oh, Wegpunkt ist gesetzt. Dann. Okay. 180 Grad links und rechts funktioniert der Kompass anscheinend. Deswegen habe ich gerade zwei Wegpunkte gesehen und war sehr irritiert. Oh, was willst du? Na gut. You really know how to party. There are plenty of reasons to celebrate. Ja, das will ich meinen. Das will ich meinen. We have enough to make a pack of Panther sing, dance and befriend Arrow Deer. Keine Ahnung, was das heißt. Raise our bows like we raise our spears. We are as one now, in joy and in spirit. One in joy and spirit. Yeah, in joy and spirit. A union for the ages. One that will outlast our own. It will be remembered. That is certain. Sehr gut. A cliff mural will commemorate it. A masterwork unlike anyone has ever seen. Zeswa, Sarintu, or Zaku. I'll help. What do you need? One pigman for your clan and one for mine. Ours must be the seed of a cloud spitter. And for yours, I...
Thicket fruit. Beautiful color. Excellent. Bring these pigments to the foot of the Wing Mountain, friend. We will paint something worth a song. Na, das klingt doch gut. Ihr könntet aber auch mal ein bisschen was machen. Wieso muss ich denn immer die ganze Scheiße besorgen? Ach, hier ist wieder das Zelt, durch das ich nicht durchkomme. Auf in die Chamber of Secrets. Ist das ein Pferd, das ich reiten kann? Hallo? Ich leih mir das mal aus. Anscheinend nicht. Na gut. Okay, hier ist noch irgendwas, was meine Aufmerksamkeit will mit einer... Ah, ein Sarentu-Totem. Na gut. Damit muss ich nicht interagieren, sonst geniere ich mich wieder oder eher gesagt blamier ich mich, weil ich den richtigen Winkel nicht finde. Weiß immer noch nicht, wie das andere Rätsel von, ja, vor einigen Episoden gelöst wird. Könnte ich mal nachgoogeln. So. Hallo, ganz ruhig. Ganz ruhig. Bin keine Gefahr. Keine Gefahr. Überraschend stur, die Pferde. Glaub, das haben sie richtig hinbekommen. Bin nicht unbedingt ein Pferdemensch. Und was bist du? Cloudspitter. Hey, das ist doch... Wie? Wie lange hast du denn hier... umgeätscht? Muss ich das, den Samen jetzt einsammeln? Sieht so aus. Nach oben. Sehr gut. Haben wir das schon mal. Hier ist auch eine schöne Pflanze. Was bist du denn? Rainfistel. Eine Regendistel. Kann ich wahrscheinlich nur im Regen mit interagieren. So, Wegpunkt. Irgendwo hier. Ich glaube, auf den Berg muss ich nicht. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Da oben sind zwei Helikopter von der RDA. Und Spiel, du willst, dass ich da unten hingehe. Wunderbar. Wäre ich um ein Haar doch hochgeklettert. Manchmal ist es sinnvoll, den Scanner zuerst zu befragen. Oh, das sieht ja hier wieder so schön aus. Da kann ich bestimmt mit Ava connecten. Ja, da hängt ja in der Mitte so ein Schlong runter. Da connecten wir uns mal. War es das jetzt schon? Das war alles. Keine Zwischensequenz, nix. Good to see you, girl. Das finde ich ein bisschen komisch. Up to something here. I'm going to check out some of their camps. Are there Zoc crew there? They look huge. Nassim said they stick their tongue in the ground to eat. They are huge, but very gentle. I think you'd like them. I think I would. Mm-hmm. So let's keep the RDA away from them. Ich habe wieder hier Ubisoft Challenge completed. Was ist denn das für ein Riesenteil? Nachladen, nachladen, nachladen. Nachladen. Lad doch nach. Ich brauche eine andere Waffe. Spiel. Komm schon, das wäre doch ein Witz, wenn wir das nicht hinbekommen hier. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Ich glaube, das hat sich ein bisschen verabschiedet. Na gut, den Ballon können wir aber hier zumindest zum Abstürzen bringen. Ist es schön, dass wir hier fliegen können. Ach, unter mir. Nee, irgendwie auf dem Kompass sehe ich noch Feinde. Was soll's, mein Ikran hat ein bisschen Hunger.
Ich habe nicht wirklich was für ihn. Hier, Swamp Nektar. Leckerer Swamp Nektar. So, dann wollen wir das mal hier zum Absturz bringen. So viel dazu. Ja, da habe ich einfach Control zu lang gehalten. Dann passiert das schon mal. So. Oh, das ist jetzt wieder komplizierter. Muss ich erst den Schlüssel holen, nehme ich an. Erst den Schlüssel. Dann den Schlüssel. Nein. So, jetzt aber. Ist das nicht gut? Ich brauche eine Schrotflinte mit einem deutlich größeren Magazin. Hui. Was war die Taste? Ah, okay. Gut zu wissen. Da ist auch eine Basis. Glaub, der widmen wir uns gleich mal. Die sieht nämlich nicht so groß aus. Hoffe ich mal, dass wir dafür gewappnet sind. Na gut, dann wird Zeit, diese VSM auszuschalten. Wenn sie unserem Level entspricht. Level 9, das haben wir nicht. Schauen wir mal. Wir sind Level 7, das heißt, wir werden auf die Fresse kriegen. Das reimt sich. So, 3 Skillpunkte zu verjubeln. You gain an additional 50% of your base energy. Base Health increases by 120. Okay, dafür braucht man einen Skillpunkt mehr. Dafür würde ich tatsächlich sparen. Vielleicht kriegt man es ja auch so hin. Mist. Ich muss hier nachcraften unbedingt. Komm schon, geh hoch. Mist. So, das war effektiv. Oh, wieso ist der denn so schnell? Das sieht doch in Ordnung aus. So, nur nicht draufgehen. Hey, wieso ist er wieder bei bester Gesundheit? Oh, ich habe keine Pfeile. Ich bin echt schlecht vorbereitet. Na, für die hat's gereicht. So, bevor die Alarm holen, muss ich aber unbedingt nochmal hier nachcraften. Zwei davon. Oh, ich stehe direkt im Kugelhagel. Nicht die beste Idee. So, jetzt haben wir wieder ordentlich was zum Feuern. Alter, machen die Schaden. Nicht so schnell, ich muss doch zielen können. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Sehr schön. So, heilen, 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 heilen. Da ist noch einer. Sehr schön. Ich glaube, das waren alle. Ja, haben wir das Level 9 Camp doch schön auseinandernehmen können. Dann schön die Munition hier einsammeln. Und alles, was sonst noch so geht. Polymer fast mit Stöcken. Teilweise relativ wichtig. So, erstmal da drauf schießen. Nicht selber drauf gehen, nicht selber drauf gehen. Oh. Und was mache ich? Beinahe selber drauf gehen. So, muss ich mit dir noch was Besonderes machen? Nö, einfach pullen. Ist schön, dass sie so einen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut haben. Mit so einem ganz großen Schalter. So, ist noch nicht zerstört, aber bevor ich es vergesse, über die Mechs marschieren. Die haben nämlich immer die schöne Munition für mich.
Ein Food Container, da wird sich mein Ikran aber auch freuen. Hier ist der zweite Mech. So. Dann haben wir noch hier dieses komische Teil. Und dann geht hoffentlich der Drill drauf. Okay, dann müssen wir auch einfach nur pullen. Und jetzt müssen wir da unten irgendwas machen. Komm, ich schieß doch drauf. Was willst du von mir, Spiel? Okay. Kugeln sind anscheinend doch effektiv. Denk immer noch, das ist ein dämliches System, das über so zwei Notausschalter zu regeln. Für die RDA, für mich ist das ganz praktisch. Und schaut mal, wie schön die Natur und die Pferdchen, die freuen sich wieder. Da ist eine Helfpflanze, die brauchen wir unbedingt. Hab wieder alle meine phallischen Gesundheitsverbesserer aufgebraucht. So. Hier ist noch ein bisschen Loot. Dick und dick. Okay, aber wir sind trotzdem voll. Voll. Ach, das Inventory-System ist nicht so meins. So. Drei Spare Parts. Das, Wie, was bist du denn? Fetter Blade. A plant that reveals its seeds if it comes into contact with pollen from another Fetter Blade. Oh. Sollte ich dich jetzt irgendwie bestäuben? Keine Ahnung. Ach, ich bin bestäubt. Wenn ich jetzt zu einer anderen hinlaufe, dann freut die sich so sehr, dass sie mir ihre Samen zeigt. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Komm schon, hier war doch irgendwie so ein Helf-Item. Helf-Item. Ah, unsere Besamung ist nicht mehr aktiv. Und ihr seid Fire Seeds. A plant whose flint-like seeds will be ignited and released when hit by an arrow. Ja, das kann ich zumindest übersetzen. Wenn wir die mit dem Pfeil beschießen, lassen die feurige Samen fallen. Oh, bin ich an einem Waldbrand hier schuld? Ah, da öffnen die sich. Ist das nicht schön? Gedder. So, in welche Richtung willst du? Das mache ich abends auch öfter. Nur deutlich weniger beeindruckend bei mir. Ja, lass mal das vielleicht mal gut sein. Interessante Spielmechaniken auf jeden Fall. Und du bist ein was? Ein Wildwuchs. Sheltering Bushpot, extremely sturdy dome-shaped bushes with greater natural protection air from harsh wind and predators. Ja. Und wie komme ich da rein? Muss ich da reinkommen? Da ist doch bestimmt irgendwie gutes Zeug versteckt. Drauffeuern wird wahrscheinlich nicht die Antwort sein. Vielleicht irgendwie von oben? Ah, nö. Einfach hier. Einfach so. Ja, nett hier. Leuchtet sehr schön. Aber wieso ist hier kein Loot? Was soll ich denn hier drin? Gibt es Sandstürme oder so, vor denen ich mich verstecken muss? Oder zumindest richtig miese, fiese Stürme? Hier ist ein Dairy Crafter in der Nähe. Hallo, ich brauche Hilfe-Items. Hilfe-Items. Habt ihr was für mich? Na, der hat doch was für mich. Der leuchtet schon so blau. Also blauer als sonst. Hallo? I saw a Tarsu sapling grow. You might need it one day. Dankeschön, da ist er ja auch. Ganz schön intensiv. Ein Glück ist es nicht aufs Gesicht gegangen. Wo ist der denn jetzt wieder hingefallen? Ich mag diesen Scanner nicht. Ich sehe doch nichts. So, ich würde sagen, der ist irgendwo außerhalb unserer Reichweite hingefallen. Den hebe ich nicht vom Boden auf.
So. Ich hoffe mal. Oh. Seid ihr böse? Du bist böse. Mag ich aber nicht. Mensch, ist das ein Vieh. So, war das merciful? Nee, das ist ruined. Das tut mir leid. Da kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. So, da ist noch eins von diesen Dingern. Ich hatte gehofft, hier in der Nähe finden wir Hilfe-Items. Auch echt Zeitlupe. Mensch, sind die Dinger stark. Und da sind so viele von denen. Hawk, komm mal lieber her. Komm mal lieber her. In die Luft, das schafft man nicht. Da braucht man bessere Waffen. Da sind aber Hilfe-Items. Oh, so viel dazu. Ich sag einfach mal, ich habe die Feinde hier vertrieben. Ernte hier ein bisschen was von und dann schnell wieder in die Luft. So. Das waren jetzt drei. Mehr können wir nicht tragen. Ab in die Luft. Wie viele Skillpunkte haben wir inzwischen? Achso, kann ich von hier oben nicht schauen. Na gut, dann soll es so sein. Hier ist Hunters Hunted. Investigate the RDA Presence in the Mother of Rivers. Was für ein Name. Geht leicht von der Zunge. Vielleicht nenne ich die Episode so. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt hin. Schauen wir vielleicht nochmal, ob wir einen Ancestor Skill finden. Hier ist auf jeden Fall einer. Ach, da ist der Questpunkt. Der Questpunkt ist, glaube ich, näher. Aber wir haben echt viele Skillpunkte gerade auf dem Weg gelassen, sehe ich gerade. Also Ancestor Skills. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Kann man irgendwo hierhin schnell reisen? Auch nicht so wirklich. Zumindest von hier oben nicht. Dann macht man kurz mal hier einen Abstecher nach oben. Und dann macht man mit der Quest weiter. Sind ja nur 2,6 Kilometer. Das wäre doch gelacht, wenn man das nicht schafft. Feindlicher... Was? Anscheinend soll man noch nicht in dieses Gebiet. Okay. Zumindest die Hilfe-Items sind voll. The RDA are up to something here. I'm going to check out some of their camps. Jo, dann Wegpunkt auf die richtige Quest. Na komm schon. Sehe ich teilweise nicht, ob ich das richtig setze. They are huge, but very gentle. I think you'd like them. I think I would. So let's keep the RDA away from them. I'll keep monitoring their channels. Hier ist wieder irgendwas, was ich... Ah, da unten. Da unten. Eine schöne Base Brick. Ich glaube, wir brauchen alles an Hilfe, was wir kriegen können. Ja, was ist denn los, Ikran? So, jetzt wieder schön in der Luft. Riesiger Planet, der aussieht wie Jupiter. Würde ich zumindest mal behaupten. Wird es auf keinen Fall sein, aber ich denke trotzdem, dass die sich ein bisschen ähnlich sehen. So. Dann vor uns. Da fliegt man aber nicht hin. Wir laufen einfach ganz entspannt hin. So, wir können landen. Unserem Ikran soll ja nichts passieren. Und da sehen wir schon alles voller RDA. Ich schleiche mich an, also irgendwann, jetzt noch nicht. Ich denke mal, wenn wir die ausschalten. Hunting Camp Trophy, okay. Vielleicht heißt das Camp so. Hi. Bye. Wunderbar, dass wir den Mech noch getroffen haben. Ja, hört mal auf mit euren Waffen. Sehr schön. Glückstreffer.
Oh, ich habe nochmal XP geearnt. Ah, durchs Zelt geht's anscheinend auch. Uiuiui. Wer denn? Wo denn? Wieso denn? Okay, die müssen mal umlaufen. Nein, ich will die Granate nicht essen. Nein! Ach, das ist doch dämlich. Mit dem MG gehen sie hier. Gutes altes deutsches Sprichwort. Nicht unbedingt, aber stimmt wirklich. Außer, dass es kein MG war. Ah, das ist für... Das ist zumindest egal. So. Ausgeschalten. So, her mit meinem Loot. Was bist du denn? Ein Binokular. Ein Fernglas, mit dem ich nicht interagieren kann. Warum legen sie es denn dann so hin? Nochmal eine Food Ration. Ein feiner Bogen, der, glaub, mehr Schaden macht als alles, was wir haben. So, das will gehackt werden. Irgendwie. Das will gelootet werden. Na gut. Anscheinend noch nicht. Ja. Hui. Hui. Listen up. I want you to set up schedules with Tuscan talent camps for drop-offs at the lodge. There's too much traffic. We're attracting attention. Coordinates are attached. Did you catch that, Taylor? Yeah. But what are they dropping off? And what is that lodge? Keine Ahnung, das kann man ja rausfinden. Dafür sind wir ja hier. Aber erstmal schauen, ob wir noch was looten können. Anscheinend nicht, mein Inventory ist full. Eine Message, die so langsam ein bisschen nervig wird. Naja. Okay, wir müssen zwei Camps noch durchsuchen. Dann fangen wir doch mal mit ihm da an. Hallo, hallo, hallo. Ja, nicht so dramatisch. Nicht so dramatisch. So, dann nehmen wir doch das gleich mal als erstes. Hier ist auch irgendwas, mit dem wir interagieren könnten. Either way, she's trapping and killing animals. Just for profit. Taylan, are you playing with that old walkie-talkie again? Sorry, sorry, sorry. I must have bumped. Why will you let me get you a new one? One that actually works. It's just the way it feels. The weight when I hold it. I don't know. It's just familiar. Okay, interessant. Bist du auch eine Hellpflanze? Nee. Skunk Palm. This plant grows a fruit with a repulsive Geruch, which will cause wildlife. Keep their distance if broken open. Okay, interessant. Da unten ist so ein Windanlage, Windkraftrad. Und hier müssen wir nachcraften. Und ich weise darauf hin, dass ich nur noch ein Helfer-Item habe. Das ist schlechte Vorbereitung auf meiner Seite. Aber das Spiel könnte hier auch ein bisschen was Hilf-Item-mäßiges noch platzieren für mich. Naja, wir werden ja hoffentlich demnächst aufleveln. Dann kriegt man 120 Hilf on top dazu. Das wird mich zumindest freuen. Hält uns wieder ein bisschen über Wasser. So. In die Fresse. Nochmal in die Fresse. Auf wen schießen die denn? Anscheinend inzwischen auf mich. Gut. Ja. Gute Stun-Granate. Gute Stun-Granate. Ich verwende die ja so. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir müssen den Mech irgendwie... Mist, 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 Mist. Deckung. Ich brauche Deckung. Ich muss mich heilen. Deckung, Deckung, Deckung. Ich kann nicht laufen und craften gleichzeitig so. Jetzt geht's wieder. Oh. Woher weißt du immer, wo ich bin? Fuck, das wird nix. Das wird nix, das wird nix. Ich habe keine Hilfe mehr. Tja, was sage ich? Ist jetzt mein toter blauer Freund. Egal, die kriegt man hin. Diesmal crafte ich am Anfang genügend. Wo sind sie? Da unten. Ich wusste gar nicht, wo der andere Mech jetzt plötzlich herkommt.
Hui. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Toll, jetzt wissen sie wieder, wo wir sind. Nachcraften. Oh, wer denn? Mensch, haben die einen Bums drauf. Da oben ist auf jeden Fall einer. Schau wieder, du. Wo kommst du denn her? Warte, ich muss die Rechte... Warte! Ich hab doch Warte gesagt, oder? Ich war noch nicht so weit. So. Das probieren wir nochmal. Vielleicht mit bisschen besserem Aim. Stun-Granate. Komm schon, geht hoch. Geht doch einfach hoch. Wo gehen die denn hin? Fuck. Ich glaube, wir gehen nochmal drauf. Komm schon. Das gibt's nicht. Gut, den haben wir erwischt. Da kommt gleich der nächste Sportsfreund. Und dafür... Oh, Hilfe-Item. 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 Her damit. Her damit. Oh. Ich dachte, ich hätte gecraftet. Was soll denn das? Ich habe es diesmal ganz genau gesehen, dass da gecraftet dran stand so. Geh hoch. Ja. Ich bin so gut in dem Spiel. Ich bin so gut in dem Spiel. Komm schon. Ui, 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 ui. Überleb, überleb, überleb. Ha, ich bin so gut in dem Spiel. Du bist auch noch ein Mech, das gibt's doch nicht. Sehr schön. So macht man das. Nicht, aber... Lass du mich in Ruhe. Oh, die hätte mich beinahe umgebracht, die... Die Einzelne, die war ja nicht mal im Mech. Trotzdem wäre ich beinahe weg. Und was bist du da hinten? Oh, auch noch einer von den Menschen. Mit einem guten Schuss. Ich treffe den nicht mit dem. Mit irgendwas. So, aber ich glaube, wir haben wieder volle Hälfte. Ihr könnt zwar nicht nachhelfen gerade. Das ist das richtige Wort dafür. Wir können zumindest näher ran. Ja, erwischt. Schon. Ich brauche Health-Items. Zumindest könnte ich ja mal was essen. Keine Ahnung, was das bringt, aber sieht gut aus. Health! Sehr schön. Nochmal Health brauche ich. So, irgendwer noch da? Ah, da oben. Au! Lässt es! Lässt es! Sehr gut, alle ausgeschalten. Beim ersten Versuch. Werde ich zumindest behaupten. So, dem Tier können wir wieder helfen. Oh, und hier gibt es noch ein bisschen Loot zum Interagieren. Was wollen die eigentlich mit den ganzen Tieren hier? Ist egal. Also ist nicht egal, aber... Wir werden es herausfinden. Deswegen heißt die Quest so.
We won't let that happen, Talon. Okay. Dann schauen wir nochmal, ob hier was drin ist. Zumindest da ist ein Container und mein Inventory ist voll. Na gut. Dann haben wir aber hier Hilf-Items, Hilf-Bäume gesehen, von denen wir Hilf-Gurken klauen können. Hilf-Pouch ist voll. At Camp-Task. Ich glaube, das ist Camp-Task. Irgendwas muss ich hier noch befreien, oder? Ja, anscheinend schon. So. Wunderbär. Freiheit. Greift mich aber nicht an. Was ist denn da oben? Mermaid Tail. Achso, das kennen wir ja, glaub schon. Na gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.